Herzlich willkommen im Spezialdepot. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über Havalon Knives. Ja, Havalon ist in der USA zum Beispiel schon seit längerem bekannt. Ist eine Abspaltung einer Firma, die Skalpelle produzieren. Und jetzt haben die Jungs von Havalon sich gedacht, hey, warum nehmen wir nicht so eine ultrascharfe Einwegklinge und adaptieren sie in ein Taschenmesser, zum Beispiel für die Jagd, fürs Angeln und so weiter. Und da muss ich sagen, also dass auf die Idee noch keiner vorher gekommen ist, wundert mich. Also ich kenne jetzt zum Beispiel nichts in der Art, muss ja nicht heißen, dass es deswegen nicht gibt, aber ich kenne es nicht. Und ich muss echt sagen, also die Jungs, die haben das mal richtig fein gelöst. Die haben jetzt hier einen kleinen Folder gemacht mit einer ultrascharfen Einwegklinge drin. Und ich muss sagen, das ist eins der schärfsten Messer überhaupt, was ich je in meinem Leben in so einer Taschenmesservariante gesehen habe. Die Klinge ist natürlich sehr dünn, die ist auch sehr flexibel. Also die Klinge ist ideal für Schneidarbeiten, zum Feuerholz machen und so weiter. Von dem redet man nicht, da kann man es nicht gut gebrauchen. Aber für feine Schneidarbeiten, zum Decke abziehen, also für viele jagdliche Aufgaben oder auch für die Angler und Fischer, ist das ein hervorragendes Werkzeug. Ich muss echt sagen, also das ist so mitunter das Schärfste, was mir da je untergekommen ist, weil es ist eine schöne Einwegklinge. Und das probiert ihr jetzt mal mit eurem Messer. Also das ist schon der Wahnsinn. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Für die Paragraph 42a Interessierten, sprich da geht es dann ums Trageverbot. Es ist halt leider so, es ist ein Einhandmesser. Das heißt, ich kann das ohne Problem mit einer Hand öffnen. Gut, man kann natürlich auch da auf die Werkzeugeigenschaft plädieren und mit einem sozial adäquaten Grund sollte das kein Problem sein, aber da schaut ihr euch am besten den Film von mir an, wo es dann speziell um das Messerrecht geht. Da wisst ihr dann mehr drüber. Ja, das ist jetzt das Barracuda. Das ist speziell für Angler gemacht. Das ist eine flexible Klinge, also da könnt ihr jetzt auch ein schönes Filet draus schneiden, also absolut klasse und passt da wirklich extrem auf. Also wenn ihr das hier so einklappt und ihr den Finger noch dazwischen und ihr drückt da ordentlich drauf, also das ist echt übel. Also so eine Sehne vom Daumen ist mit dem Teil wirklich schnell durch. Also da müsst ihr mal wirklich gut aufpassen, das ist wirklich höllenrattenscharf, das Ding. Ja, das gibt's mit verschiedenen Klingenvariationen, mit verschiedenen Griffschalen. Da ist wirklich für jeden die ideale Klinge mit dabei. Ich zeig's euch dann im Detail, wie das Ganze ausschaut, wie die Klinge da gehalten wird. Wenn es nicht mehr scharf ist, Klinge entsorgen, neue Klinge rein, weiter geht's. Da könnt ihr mal richtig Strecke machen, wie der Jäger so schön sagt. Ja, ich zeige es euch jetzt im Detail. So sieht das Etui aus. Da ist Platz für Ersatzklingen und das Messer. Und so sehen die Ersatzklingen aus. Sind in so einem Multipack und gibt es in verschiedenen Formen und Ausführungen, passend für die jeweiligen Griffschalen. Hier kann man die Klinge anheben und abziehen. Dann vorsichtig einführen, seht ihr jetzt. Die muss hier schön in der Nut drin sitzen und dann
kann man die schön nach hinten ziehen. Zack. Dann kontrollieren. Jawohl, das passt. Nochmal anheben, abziehen. Dann schauen, dass sie schön in der Nut drin ist. Das passt. Und hinter. Und schaut immer, dass eure Finger weg sind von der Schneide. Dass ihr ab, wenn ihr abrutscht, dass ihr nicht in Richtung Schneide kommt. Ich zeige es nochmal. Hier kann man die Klinge immer schön abheben. Zack. Raus. Und rein. Wenn man sie wieder tauschen möchte oder einsetzen möchte, schauen, dass es gerade ist. Zack, das war's. Und dann zur Kontrolle hier schauen, ob die Klinge wirklich sauber in der Nut drin ist. Ja, ich hoffe, es war was Interessantes dabei für euch. Daumen hoch. Wir sehen uns im Spezialdepot. Servus. Oder bei der Jagd vonnöten ist, dafür ist das der absolute Kracher. Das sind jetzt Klingen. Ja, die sehen ähnlich aus wie ja, so Cuttermesser oder Skalpellklingen. Es ist jetzt natürlich keine Skalpellklinge in dem Sinn. Also es ist besser scharf. Mei, dieses blöde Wespenteil. Ja, geh weg hier. Verpiss dich. Das hört man. Da gibt's nichts zum Fressen. Danke. Also nochmal von vorne.